Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und in dem heutigen Ranked Game, ja, da gibt es natürlich wieder einmal meinen geliebten Master Yi im Jungle. Ich spiele ihn wie zuletzt eigentlich immer mit Klingenhagel, dazu plötzlicher Einschlag, Argus Vermächtnis, gefräßiger Jäger, Triumph und Legende Eifer. Ja, zuerst die Q geskillt, Smite Flash dabei und ich starte mit dem nachfüllbaren Trank der Machete des Jägers und dem Abwehrtotem. Ja, und des Weiteren bei mir im Team Irelia auf der Toplane, Fizz auf der Midlane, Miss Fortune als ADC und Thresh Support. Im Gegnerteam haben wir Darius auf der Toplane, ja, wird das Early schwer für Irelia. Twitch im Jungle, also aufpassen, Level 2 Gank. Dann Ahri auf der Midlane, Jinx als ADC und Lulu Support. Oh, die hätte ich gern bei mir im Team. Ja, mittlerweile bin ich auf Yi wieder bei 60% Winrate im Ranked. Also, keine Ahnung. Ungefähr 40 gewonnen, 20 verloren. Nee, 30. 50 gewonnen. Keine Ahnung, 60% auf jeden Fall. Auch eine ziemlich gute KDA. So, demnächst werde ich nochmal Volibear ausprobieren. Hatte jetzt ein Game mit ihm gemacht, aber das war ein bisschen zu easy. So. Ne? Oder hat er DC, der Darius? Weil irgendwas war... Ah. Na Twitch, ist er das wert? Von mir aus. Aber es könnte halt echt ein Remake werden. Wäre schade. Nee, Darius da. Also kein Remake, volle Konzentration und weiter. Verstehe es auch nicht, dass so viele... Ich meine, es ist nicht gerade High-Elo hier und dass so viele so einen schwierigen Champion wie Twitch im Jungle spielen müssen. Weil ich habe es auch ein paar Mal gemacht und es ist wirklich nicht leicht. Man muss sehr gut kiten, nach Möglichkeit wirklich den Level 2 Kill bekommen. Lassen wir sie nochmal ein Stück kommen. Okay, mehr war nicht drin. Ich bin ja wirklich ziemlich gut dabei. Das ist nichts geworden. Dann gehen wir doch erstmal Botlane ganken. AMF. Mach die! Oh! Ja, die kriege ich nicht mehr. Das war viel zu greedy. Hätte gar nicht mehr sein müssen.
Toplane. Rilja aber nicht gestorben, das ist gut. Gut, ich habe meinen zweiten Kill. Wurde zurück in die Base geschickt, von daher auch okay. Der Respawn-Timer ja noch nicht besonders hoch, aber ich hätte es... Ja, weiß ich nicht. Ich fand es nicht gut. Ich hätte mir diese Situation gerne erspart. Wenn ich allerdings geahnt hätte, dass der Trash den Hook so schön noch trifft, wäre ich auch gleich gefollowt. Nice. Der Trash scheint echt seine Hooks gut zu treffen. Fist down. Okay. So, Red Buff holen. Oha. So, genau nochmal Botlane vorbei. So. Dann machen wir uns mal zur Top-Lane auf. So, Level 6 holen. Jetzt gehen wir mal auf die Mitte gucken. Die hat nämlich kein Mana. Das hättest du ersparen können, Twitch. Fizz. Hätte er nicht sterben müssen. Mal sehen. So. Oh, was machst du? Was macht die denn? Das ist wieder...
Na gut, hat Taiping. Oh, Leute. Nicht überall feeden wir die Großen. Rami will hier noch was regeln. Aber... Puh. Ihr seht's, ich stehe 5-1, spiele auf jeder Lane, aber... Naja, außer Top-Lane, da war ich wirklich noch nicht. Gern was dem Twitch noch ein bisschen schwieriger machen hier. Indem wir ihm ein wenig den Jungle klauen. Sehen. Ob da was geht gegen den Darius? So. Auch Darius down. Aber ich kann halt nicht überall gleichzeitig sein. Boah, ziemlich schlechter Farm, allgemein. Twitch habe ich mal total outfarmt. Überall alle am Perma-Fighten, ey. So schnell kann natürlich sein, dass der Twitch jetzt bei mir hier im Jungle ist. Wow.
So, und raus. Brrr. Also ich bin mittlerweile richtig fett. Und da sollte ich es ja wohl schaffen, das Game hier zu carryen. Nochmal mit der Hallo sagen. Nichts gewordet. Da war Darius. So geht das. Zwar leichte Lex dabei, aber komplette Botlane einfach mal mitgenommen. So. 10-1 Stats mittlerweile wieder. Das läuft, Mitty, das läuft. Hi, Darius. Boah. Hat er ihm welche auf den Kopf? Tower verlieren wir jetzt. Hat noch mehr gewordet. Jawohl, Rillian mittlerweile aber auch Blutrausch. Oh, was haben wir da unten? So. Okay, was so ein Spruch soll, keine Ahnung. Muss ich jetzt nicht verstehen. Hm.
Ja, 600.000 Punkte mittlerweile auf hier. Und man sieht da, was dabei rumkommt. Nein! Ah ja, eine QSS wollte ich mir holen. Wartet mal. Nee, geht nicht anders. Gut. Auf jeden Fall jetzt erstmal eine Quecksilberschärpe. Nee, scheiß auf das bisschen Damage. Oh, machen die einen Baron? Ah, Mistikaki. Aber gut, Mitte ist schon reingepusht. Ja, Tor nehmen auch schon ein bisschen Schaden. 850 brauche ich, ne? Ja. Und die ist wirklich immens wichtig. Jawohl, Fizz, einmal Baron weg. Einmal Fizz weg. So, back QSS holen und dann zum Drake. Ich hoffe, das schaffe ich zeitlich noch, aber ich brauche die Quecksilberschärfe. Ist bei diesem Itembild ja das einzige aktivierbare Item, was ich dabei habe. MFDC wird dann natürlich gekillt. Mist, ey. Jawohl, aber Darius ist auch ziemlich low. Oh, da war ein Exhaust. Komm, Irelia, fighting the world. Naja, schafft sie nicht. So. Lol. Jetzt verlassen hatte sie doch eben auch schon mal. An die Jinx kommen wir jetzt nicht ran. Ich hoffe aber echt, die kommt gleich wieder, sonst wird das eine schwere Kiste. Ah, da ist er wieder. Und da ist er wieder weg. Na! Warum bricht der verdammte Backport immer ab?
schnell auf zum Team. Mist! Fiss 29 Sekunden tot. Tja, und so kann man so ein blödes Spiel verlieren. DC, MF. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ja, zieht euch auch das nächste rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.